Hallo da draußen, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Tomb Raider Underworld. Wir sind in der letzten Folge geendet hier am Helikopterplatz und da warten schon ein paar lausbubige Bübilans darauf, von uns erschossen zu werden. Diesen Wunsch werden wir natürlich gerne erfüllen. Aber jetzt ist meine Schrotflinte leer, sie ist nicht leer, sie hat noch Munition. Oder? Ja klar. Jemand hat gefragt, was ist los? Wo ist denn dieser jemand? Ich möchte ihn gern kennenlernen. Ey, die Musik pumpt einen schon auf, ne? Das war ein Quicksave. Also ich finde, während den Kämpfen braucht man nicht ganz so viele. Vielleicht ist es doch ganz gut. Alter! Wie viel hältst du aus, Mann? What the fuck? Ein bisschen schneller laden. Was? Okay. Ich bin ausnahmsweise mal gestorben. Das passiert selbst den größten Profis. Ich denke, wir wechseln mal die Waffe. Weil so cool so eine Schrotflinte auch sein mag. Das wollte ich nicht. Da. So cool so eine Schrotflinte auch sein mag. So eine MP ist immer noch cooler. Und zwei davon sogar, oder? Krass, zwei davon. Okay. Tschüss. Okay, die sind noch nicht mal halb so effektiv, wie ich eigentlich gedacht hätte. Und das hier ist ein neues Feature. Davon hat, denke ich, die ganze Welt erfahren. Man kann auf zwei Gegner gleichzeitig schießen. Wenn man zwei Waffen hat. So, jetzt kannst du die aber nachladen, oder? Oder sind die leer? Krass, wir haben die MPs leer geballert. Das passiert. Ja, das kennt man. Dann würde ich sagen, wechseln wir mal unsere Sekundärwaffe zur guten Schrotflinte zurück. Lara, warum habe ich deinen Arsch immer so groß im Bildschirm? Das macht der Kameramann mit Absicht. Ich würde mal ein ernstes Wörtchen mit diesem Kameramann reden. Okay, wir haben das gesamte Boot entvölkert und ich sehe hier... Das kannst nur du, Lara. Ich sehe hier keinen wirklichen Eingang irgendwo hin. Okay, da scheint es reinzugehen. Nehmen wir erstmal diesen kleinen und unauffälligen... What the fuck, wo? Wo kommst du denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Kann man die Kisten zerschießen? Nadler. Meint ihr es ernst oder ist das ein Witz? Also ich meine, ist das so? Sind das noch alte Kisten, die übrig waren? Oder lebt sie wirklich noch? Ey, das sind keine bösen Wörter. Das war's mit euch. Ihr Mistvieh. Auf der Brücke. What the f... Ihr wollt mir erzählen, dass der kein einziges Mal getroffen hat? Ja, wer so schlecht zielen kann, der hat es auch irgendwie verdient. Es waren nur jetzt 30 Schüsse aus nächster Nähe oder so. Mit einem Sturmgewehr. Naja,
Anscheinend wird das Schiff jetzt... Das ging schnell. Mist, er ist zu klein. Jetzt kann ihn nur Lara benutzen. That's what she said. Selbst das würde das Artefakt nicht... Wir laufen voll Wasser. Verdammt. Wir reden später weiter. Wirklich schön, dich wiederzusehen, Lara. Die Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Probenglas sind begrenzt. Meine größte Erheiterung ist es, Amanda zu beobachten, wie sie dir nachjagt. Jacqueline Nadler, Sie wollen wohl ewig leben. Das musst gerade du sagen. Sie haben Amanda von Avalon erzählt. Wir haben nicht viel Zeit. Überleg dir also gut, was du fragst. Was wissen Sie über meine Mutter? Das Podium, das ihr in Nepal entdeckt habt, ist Teil eines, sagen wir, eines Reisegeflechts. Es brachte deine Mutter nach Avalon. Mein Vater hat nach Avalon gegraben, aber nur Niflheim gefunden. Wie ist es dazu gekommen? Richard hat die falsche nordische Unterwelt gefunden. Deine Mutter ist nicht in Niflheim. Sie ist in Helheim. Wo ist das? Das werde ich dir sagen. Irgendwann. Aber wenn es soweit ist, brauchst du Thors Hammer, um hineinzukommen. Vielleicht hast du ja mehr Glück auf der Suche als dein Vater. Was wollen Sie damit sagen? Deine Antwort liegt an der Westküste Thailands. 17. Breitengrad. Definitiv vertrauenswürdig, die Frau. Wie war es nochmal? Dein Vater hat die falsche nordische Unterwelt gefunden. Ja, es passiert mir auch dauernd. Versehentlich finde ich irgendwelche nordische Unterwelten. Gestern habe ich einfach nur meinen Schlüssel gesucht. Nee, eine nordische Unterwelt. Unter meinem Kissen. Es ist unglaublich, ja? Diese ganzen nordischen Unterwelten überall, egal wo du hinkommst. Nervt. Alter, ich glaube, wir haben es hier mit einem System Shock zu tun. Ja, wir sollten verschwinden. Hallo, Lara, die Wand ist wunderschön. Ich glaube dir ja, aber kannst du deine Wand deine Wand lieber bitte später zum Ausdruck bringen? Danke. Halten Sie Umschalt fest, um zu sprinten. Warum nicht mal halten die Tabulator fest, um zu werfen? Feststelltast. Alter, wow. Zugeben, das war knapp. Hallo, ich bin ein bisschen... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich liebe solche Szenen. Aber sie sind dennoch nicht minder verwirrend. Wo soll es jetzt weitergehen? Da oben. Wir müssen irgendwie den Aufzug hochklettern. Das ist kein Aufzug, das war mal ein Gang, Marco. Oh mein Gott. Ich vermute mal, dass ich die Springtaste gar nicht drücken muss hier. Doch nach oben, natürlich. Da eine schöne Leiter, die mitten auf dem Gang lag. Was ist das? Es wird brenzlig. Okay. Da hoch am besten und jetzt dreh dich mal. Boah. Erinnert so ein bisschen an Uncharted. Ey, das habt ihr voll von Uncharted geklaut. Das sage ich ja gar nicht, nur es erinnert doch dran. Okay, die kleinen Ventilchen da hinauf geklettert. Warum nimmst du denn nicht das, was direkt neben dir, Lara? Okay, hinter mir sind Rohre. Ich denke, dahin geht die Reise. Genau. Puh.
Ach so, ja, ganz gechillt. Und die Band spielt immer noch weiter. Warum hat sie das Ding weggeworfen? War das jetzt so eine Art, vielleicht schießt sie ja nicht mehr auf mich, oder? Ja, vermutlich. Einen anderen Grund hatte sie wahrscheinlich nicht wirklich. Gibt ihr natürlich den Vorteil, dass sie jetzt weiß, wo das Ding ist. Thailand, genau, das war die Demo dann, glaube ich. Laut Nadler sind Avalon und die nordische Unterwelt Helheim ein und derselbe Ort. Niemand kann das Reich ohne Mjölnir, den Hammer des Donnergottes Thor, betreten. Hat mein Vater in Thailand etwa Thors Hammer gesucht? Nein, kein neues. Nö, du nimmst das Leichte, ist doch klar. Hast du nicht irgendwie noch so einen Schwimmanzug? Also, ich muss ja sagen, okay, heißt das... Ist das jetzt nur für den Anfang praktisch, welche wir auswählen? Ich würde die Schrotflinte wählen. Ja, das ist die Szene aus der Demo. Genau. Keine der Ruinen ist von hier unten zu sehen. Und wenn Vater hier gewesen ist, hat er keine Spuren hinterlassen. Was zum Teufel hat Thailand mit Wikingern? Oder Ruin unter dem Mittelmeer zu tun. Oder mit Avalon. Helheim, Sip. Verschiedene Mythen benutzen unterschiedliche Namen, aber es geht immer um dieselben Relikte aus der antiken Welt. Und eines dieser Relikte lebt immer noch. Ich möchte nicht in Amandas Haut stecken, falls Nagla freikommt. Und ich möchte in keinem von uns stecken. Alles klar. Wir betreten das Level mit dem Namen Überreste. Oh mein Gott, du greifst mich nicht an, oder? Du bist doch lieb. Du bist doch ein liebes kleines Fischlein. Liebes Fischlein, sei mein Freund. Oh ja, das war mal wieder perfekt. Okay, das ist die Szene aus der Demo. Wie gesagt, diesen Teil hier habe ich schon gespielt. Insofern sollte das vergleichsweise flüssig von der Hand gehen. Ich weiß noch, wie hin und weg ich war davon, dass Lara diese neuen Klettermoves hat. So Assassin's Creed-mäßig. Und das ist ja auch gut. Das passt ja. Ich wäre der letzte Mensch auf der Welt, der sich darüber beschwert. An die Wand schmiegen und auch ein neuer Move. Also es wundert mich wirklich, mit wie viel Neuerung im Vergleich zu... Anniversary, dem direkten Vorgänger, das Spiel auskommt. Was? Okay, an die konnte ich mich jetzt gar nicht erinnern. Ich war auch hin und weg, dass sie die Pflanzen hier so weg bewegt, wenn sie durchläuft. Oh, wie wunderschön. Ja, ich weiß, heute ist das veraltet, aber ihr müsst auch mal euch in die damaligen Menschen hineinversetzen. Wir haben damals noch auf Tontöpfen Spiele gemalt. Und dann kam dieses Wunderwerk. No, es sah noch nicht mal so gut aus. Aber doch schon relativ gut. Hopp, 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 hopp. Was bist du? Kleiner Dämon. Was hast du vor? War das hier... Ist das hier von Wand zu Wand springen? Das würde mich sehr wundern, gerade um ehrlich zu sein. Okay, ist es nicht. Zum Glück. Ja. Super. Schön, dass wir überlebt haben. Scheiße. Ich wünschte, an solchen Orten würde man dann einfach die Wahl bekommen, nochmal zu laden. Naja, wie war das nochmal? Ich glaube, das hier wird relativ flüssig von der Hand gehen. Ich möchte meine Aussage gerne revidieren. Auf der Stelle. Aber zumindest sind wir mal wieder draußen.
Mir haben die Außenlevel von Tomb Raider immer mehr gefallen als so das, was sich innen abgespielt hat. Und die wunderschöne Musik im Hintergrund. Ne, echt, gegen den Soundtrack kann kein Mensch was sagen. Da wartet erneut die Wand darauf, von uns besprungen zu werden. Ich warte mein ganzes Leben schon darauf, von Lara besprungen zu werden. Vermutlich mit einem Messer in der Hand, aber trotzdem. Gilt auch als besprungen werden. So. Erneut eine kleine Tarzan-Aktion. Ich kann das Geräusch überhaupt nicht. Aber wenigstens merke ich es. Und werde es niemals mehr im Let's Play wiederholen. Oh Mann. So, wo geht es hoch? Ach ja. Darf ich ehrlich sein? Das erste Level fand ich irgendwie sehr bescheiden. Aber das hier macht es dann wieder weg. Weil ich weiß, dass dieses Level hier ziemlich cool ist. Wie gesagt, ich habe es halt schon in der Demo gespielt und das ist wenige Monate her. Okay, was tust du da? Wir bleiben jetzt mal stehen und schauen uns sinnvoll um. Ich hab doch gesagt, stehen bleiben. Da, an der Säule vielleicht? Wir suchen ja praktisch nichts anderes als die erste Stufe. Von da aus wird die Sprunganlage vermutlich sehr, sehr einfach. Aber diese erste Stufe zu finden, ja? Dafür musst du studiert haben. Habe ich das? Ich habe das so nah. Ja, das hilft mir sehr viel weiter. R war die Kamera, oder? Nee, T. Ist sie das? Naja, das sieht von unten, glaube ich, einfach nur näher aus, als es in Wirklichkeit ist. Sie ist auch zu doof, um einfach auf dem Geländer stehen zu bleiben, ne? Damit würde sie es problemlos erreichen. Aber nein, ich muss da runterspringen. Sieht viel cooler aus. Das machen alle Kinder auf dem Schulhof so. Okay, was passiert hier? Ich würde gern was sehen. Scheint mir so, als ginge es dann hier doch nicht weiter, obwohl ich das so in Erinnerung habe. Aber vielleicht hat sich da von der Demo zur Vollversion einfach was geändert. Ups. Ich wollte den Frieden eigentlich nicht stören. Nee, das ist doch Schwachsinn. Es ist der einzige Weg. Da. Nee. Sah aus, als wäre das bespringbar. Ich schaue mich hier mal ein bisschen um und wir sehen uns dann, wenn ich es gefunden habe, in der nächsten Folge von Tomb Raider Underworld. Genau. Bis dahin. Tschüssi.